Wir sind beide im Stiftungsbereich aktiv, versuchen natürlich eine engagierte Zivilgesellschaft zu stärken, haben unterschiedliche Stiftungszwecke. Wir fördern sehr stark im Bereich Journalismus, aber auch Kunst und Kultur und Soziales. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Schnittmengen auch dieses Jahr zum Tagungsthema. Eine der größten Herausforderungen aktuell ist tatsächlich der soziale Zusammenhalt und wie können wir diesen noch herstellen. Das wäre für den analogen als auch digitalen Raum gedacht, wo wir immer stärker quasi diese mittlerweile als Blasenbildung bezeichnet, ob das dann Filterblasen sind oder eben bestimmte soziale Gruppen, die sich zusammenfinden, vielleicht über ein Thema, um dann zu demonstrieren oder ähnliches im öffentlichen Raum. Aber die Frage, die sich mir hauptsächlich stellt, ist wirklich, wie können wir noch einen konstruktiven Dialog und Diskurs herstellen und überhaupt quasi diese unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen wieder ins Gespräch miteinander bringen. Was die Schader-Stiftung schon sehr gut macht und damit ja auch sehr erfolgreich ist, ist tatsächlich als Dialogforum erstmal zu agieren und unterschiedliche, aus unterschiedlichen Bereichen Expertinnen und Experten, aber eben natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit zusammenzubringen. Also dadurch quasi auch Perspektivwechsel zu ermöglichen, eine Multiperspektivität. Und es ist natürlich dann für eine Aktion auch erstmal eine wichtige Grundlage, um da eben gewisse Expertise aufbauen zu können, gewissen wissenschaftliche Positionen, Studien überhaupt als Grundlage zu haben.